Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe zwei Baumstämme organisiert und da werde ich heute mal Drechselrohling rausschneiden und vielleicht auch noch ein paar normale Kanthölzer zum Drechseln. Und das ist das Thema vom heutigen Video. Heute siehst du mal, wie ich meine Drechselrohlinge vorbereite, damit ich sie vordrechseln kann. Viel Spaß! Als letztes Mal da waren die noch nicht aufgetrennt. Aber da unten den Stamm werde ich mir jetzt mal anfangen klein zu schneiden. Und ich habe auch deswegen eine Brechstange diesmal mitgeholt, damit ich den unten ein bisschen raushebeln kann. Das ist mal die Idee, was ich heute machen werde. Das ist wirklich sehr gut. Das hier ist der Stamm, der hat eine schöne Größe, ist noch relativ frisch. Hier hat er ein paar Risse, aber das ist voll in Ordnung, denn wir werden eben eine Scheibe abschneiden. Kleine Motorsäge macht das da keinen Spaß. Ich wollte mir die große eigentlich aufheben, damit, falls ich mal in den Boden schlage, ich die große nicht direkt stumpf mache. Denn hier liegen auch überall Steine rum. Aber ich werde jetzt doch die große direkt holen. Ich war gerade so schön am Schneiden und irgendwann habe ich gemerkt, dass die große Motorsäge nicht mehr so richtig wollte. Ich habe es nachgestellt und es wollte immer noch nicht. Und ich habe mir schon eigentlich gedacht, was es sein könnte, denn das hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennen kann, aber der Zylinderkopf ist lose. Man hört es auch klappern, das darf natürlich nicht sein. Ich weiß, dass eine Schraube gebrochen. Das würde das Teil war immer nur mit drei Schrauben fest. Ich kann jetzt nicht weiterarbeiten. Ich habe hinten schon die ganzen Stämme klein geschnitten. Das bedeutet, die werden jetzt reißen. Das ärgert mich gerade echt. Ich muss sagen, ich habe zum Glück 6 Rohlinge jetzt klein geschnitten. Das ist aber halt trotzdem nervig, dass ich die jetzt nicht weiter klein geschnitten bekomme. Und ich werde auch heute hier nicht mehr wieder herfahren, um sie nochmal klein zu schneiden, weil ich muss die Motorsäge dann erst auseinanderbauen. Und das ist richtig kacke. Ich werde jetzt alles zusammenpacken, mache die Späne weg und dann geht's nach Hause. So, das sind die Momente, wo ich auch richtig abgefuckt bin, wenn die Werkzeuge nicht funktionieren, vor allem die Motorsäge. Zum Glück wusste ich jetzt, was es ist. Das bedeutet, ich konnte es auch allein mal ganz fix auseinanderbauen. Wie gesagt, der Zylinderkopf hier oben, der war lose. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, weil ich es, als ich es auseinandergebaut habe, so viele Gefühle will ich dann auch nicht ins Video bringen. Wie gesagt, eine Schraube ist defekt, die ist vom Vorbesitzer also noch abgerissen gewesen. Ich habe die Schrauben gut angezogen, richtig gut angezogen. Was mich aber echt irritiert hat, war, dass ich eine Schraube gefunden habe. Wo ist denn die scheiß Schraube jetzt? Das ist Gewinde voll mit Metallspänen. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Ich glaube, das ist so ein Eigending von so alten Motorsägen. Da fällt einfach mal eine Schraube ab. Die ist dann irgendwie rausgerissen irgendwo. Man merkt es aber nicht. Irgendwann wird es dann zu viel, dann läuft die Säge dann doch irgendwann nicht mehr. Ich werde jetzt versuchen, die Motorsäge so schnell wie möglich nochmal zusammenzubauen und vielleicht werde ich dann heute doch nochmal ein paar Rohlinge zuschneiden. Alter, wo ist denn jetzt die Schraube? Okay, die rauscht aus.
Ich kann jetzt noch kein Holz mehr zuschneiden, weil der Person, der das ganze Lager gehört, die sind jetzt heute fertig. Es ist Samstag, heute haben sie nicht ganz so lange gearbeitet, bis um 16 Uhr knapp. Und das bedeutet, das Lager ist zu. Ich kann nicht mehr Holz zuschneiden. Ich werde jetzt aber das Holz, was ich habe, wegbringen. Das einzig Ärgerliche ist halt wirklich, dass ich das Holz nicht fertig schneiden konnte und jetzt wird es wahrscheinlich reißen. Das ärgert mich echt ein bisschen. Und ja, kann man nicht ändern. Hauptsache die Motorsäge läuft auch wieder. Ich werde jetzt immer so ein paar Schraubenzieher dabei haben, dass ich sie auf der Baustelle nochmal festschrauben kann, falls mal wieder nicht früher. So, ich bin jetzt hier oben im Garten und ich werde jetzt ein bisschen Holz, was ich nicht verdrechsel, hier einlagern. Und das wird ungefähr hier hinkommen. Da habe ich vor ein paar Wochen habe ich auch eine Bohle hinten rausholen müssen. Und da habe ich es zu dem Zeitpunkt nicht mehr richtig hingelegt. Und ich werde das jetzt alles mal schnell aufräumen, damit es auch wieder gescheit aussieht. Denn der Hinlegen sieht immer noch seit Jahren schlimm aus. So, eigentlich wollte ich dieses Holz noch auf der Stirnseite mit Ankerziel versiegeln. Das ist ein Mittel, damit das nicht so schnell trocknet und somit nicht so schnell nicht so viele Risse bekommt. Am besten gar keine Risse. Ich habe aber den Pinsel und den Becher in der Garage stehen lassen, deswegen sind das hier jetzt noch die 5 Stücke, die ich nicht einpinseln werde. Ich habe den Kern großzügig rausgeschnitten. Bei diesen dreien hier sind gar keine Risse drin. Hier ist schon ein Riss von Haus aus drin. Das bedeutet, das hier wird bestimmt ein bisschen weiter reißen, aber die anderen haben gute Chancen, dass nur die ersten 1-2 cm Risse entwickeln. Ich habe schon 3 Schalen vorgedrechseln, weil ich selber nicht mehr warten wollte. Heute werden wir aber weitermachen. Heute werde ich die Schalenrohlinge vordrechseln. Und das konnte ich die ganze Zeit nicht gescheit machen, weil im letzten Projekt mein Bandsägeblatt gerissen ist. Da ist jetzt aber ein neues angekommen und das werden wir jetzt erstmal einbauen und dann ein paar Rohlinge vorschneiden. Kleiner Trick, wenn ihr das Sägeband zu Hause nicht in der Werkstatt öffnen möchtet, könnt ihr es auch einfach in die Wiese werfen. Dann geht nichts kaputt, das Sägeband wird auch nicht stumpf, wenn es auf den Boden fällt und euch passiert auch nichts. So. Nein, ich habe mal hier diese Flügelschraube verloren, habe sie zum Glück wieder gefunden, weil da habe ich hier eine normale drauf gemacht und das hat so blöd ausgesehen, weil die einfach... Da hat man einfach gesehen, dass da 70 Jahre Unterschied dazwischen liegen. Dann markieren wir uns jetzt einfach mal hier die Mitte. Und hoffen mal, dass die Bandsäge das hier packt. Weil das hier ist jetzt schon nicht eins von dicksten Stückern, aber das hier ist schon ziemlich viel. Ich habe jetzt alle Schalen vorgedrechselt. Ich zeige euch mal hier den Ecken. Mein Vater ist so gut und hilft mir, da die ganzen Späne wegzuräumen. Ole. Da
Also da geht gar nichts mehr, da ist alles voll. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich habe im Laufe des Videos irgendwann dann mal noch hier dieses Hammer zusammen das Leintuch gespannt, damit die ganzen Späne nicht rüber in den anderen Teil der Werkstatt fliegen. Denn dort stehen jetzt die fertig gedrechselten Schalen. Das sind jetzt 15 vorgedrechselte Schalen. Die habe ich schon mit Ankuss hier eingepinselt. Das seht ihr gleich noch, wie ich das machen werde. Das schützt einfach so das Holz, damit es nicht so schnell austrocknet. Und ihr habt ja gesehen, wie groß der Baum war. Und dafür, dass das ein ganzer Stamm war, also ich glaube, der war, ich schätze mal, 3-4 Meter lang und 45 cm dick, kommt es mal gar nicht mal so viel vor, aber dementsprechend viele Späne sind es aber trotzdem. Hier die Plane haben wir auch irgendwann gespannt, weil das ganze Wasser halt immer in dieser Richtung hier nach außen gedrängt wird. Und die Wand war halt patschnass, da hat man richtig gesehen, wie das Wasser da runtergelaufen ist. Und da ist auch noch alles nass. Wie auch die Decke, sogar das Schwert von der Motorsäge hat irgendwann dann Wasser abbekommen. Ich hole mir jetzt einfach jedes Mal eine Schale. Auf dem Fuß schreibe ich das Datum von heute, damit ich dann in ein paar Monaten weiß, von wann sie ist und ob es dann schon trocken sein kann. Heute haben wir den 22. Februar. Dann habe ich hier jetzt noch Ankorsil. Ich habe noch keine Erfahrungswerte, ich habe das Zeug davor auch noch nicht benutzt. Auf jeden Fall verhindert es einfach, das zu schneller austrocknen. Als Alternative könntet ihr auch einfach Lack oder irgendeine Farbe holen. Das habe ich auch schon getan, aber ich will ja verkaufen und es hört sich einfach nicht so schön an, wenn man sagt, oder wenn man sieht, dass man so mit Lack eingepinselt hat. Und deswegen hole ich halt hier dieses Zeug. Das ist auch Lebensmittel echt. Lack wäre auch nicht schlimm. Aber wenn ihr so echt mal ein bisschen größeren Stil verkaufen möchtet, ist das vielleicht nicht so die ideale Lösung. Und jetzt habe ich gesehen, dass manche die nur auf den Stirnholzseiten einpinseln, aber weil ich jetzt nicht ganz so viele habe, werde ich sie komplett einpinseln. Damit ich bei den paar, die ich hier habe, auch kein Risiko eingehe. Einer heute zum Freitag, oder? Jo, wenn der runtergeht, macht der Häuser wieder an, ne? Jo, ich muss ihn gleich noch anstecken, oder? So, wir haben jetzt gerade die ganzen Schalen hier hochgeholt. Ich werde sie jetzt hier oben aufstocken, muss noch überall Samen draufschreiben, das habe ich eben vergessen. Aber das hier ist so meine kleine Trockenkammer. Hier liegt so ein bisschen hier liegt ein bisschen Rixelholz. Ich zeige es euch mal. Das hier sollen alles mal Füller werden und ja, hinten liegen einfach noch ein paar Stücke. Ich weiß gar nicht, ob ich sie irgendwann verdrechseln werde. Ja, mittlerweile schneide ich das alles ein bisschen anders zu. Hier unten habe ich auch noch ein paar Schalen. Die sind wirklich schon Asbachurl, die sind von 2016 teilweise. Und da werde ich jetzt die anderen Schalen aufstocken. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich werde jetzt so in 3-4 Monaten mal schauen. Werde mal die Holzfeucht überprüfen. Werde sogar vielleicht mal eine drechseln, schauen, ob dann die Form erhalten bleibt. Und ja, das sind Schalen, die will ich dann irgendwann mal in 3-4 Monaten verkaufen können. Wenn du wissen möchtest, wie die in 3-4 Monaten fertig gedrechselt aussehen, musst du mir, glaube ich, am besten folgen hier auf YouTube. Denn so schnell wird das Video jetzt leider nicht kommen. Aber ich habe viele andere Drechselvideos, schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Und falls du irgendwelche Fragen hast, schreib die in die Kommentare. Ich versuche dir zu antworten und vielleicht kennst du ja dann die Antwort. Oh, die Tür fliegt jetzt schon zu. Auf eine Frage von einem anderen User, da kannst du dem ja antworten. Das wäre mega. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist und wünsche dir einfach mal noch einen schönen Tag. Ciao.